Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Jahr fällt ja leider der Fasching aus und als kleinen Ersatz habe ich in diesem Video für euch eine Frisur von Daphne aus Bridgerton nachfrisiert. Wir starten auch gleich mit der Frisur und dafür habe ich mir zuallererst die Hälfte meiner Haare nach oben genommen und einfach alles locker nach hinten zusammengehalten und das Ganze erstmal noch nicht zusammengebunden, denn jetzt werde ich mir vorne an der Stirn meine ganzen Babyhaare rauszupfen und versuchen damit so ein bisschen Daphnes Pony nachzustylen. Das ist einfach so eine Idee, die ich hatte, weil ich finde, dass der Look einfach durch diesen Pony ausgemacht wird. Das müsst ihr nicht machen, aber ich wollte es einfach ausprobieren und fand es ganz cool. Wie gesagt, ich habe mir einfach meine ganzen Haare vorne so ein bisschen rausgezupft und die, was dann doch zu lang waren, habe ich wieder nach hinten genommen. Dann habe ich nochmal mit einem ganz normalen Kamm das Ganze ein bisschen verstärkt, weil ich finde, das hat nochmal ein bisschen besser funktioniert. Genau, dann habe ich mir eben mit einem dünnen, durchsichtigen Haargummi den Zopf zusammengebunden und habe mir dann mein Glätteisen geschnappt. Und da könnt ihr wirklich richtig eine Welle reinmachen, also am besten vom Ansatz weg schon ziemlich nach oben ziehen, damit es wirklich so eine richtig starke Welle wird. Denn so ist es viel, viel einfacher, das Fake Pony zu stylen. Das Ganze habe ich mir dann einfach mit meinen Fingern so zurechtgezupft, dass es eben ansatzweise wie Daphnes Pony aussieht. Und habe das Ganze erstmal einfach nach hinten über meine Ohren gelegt, dass es einigermaßen hält. Und als es mir dann eben so gefallen hat, wie es war, habe ich es dann einfach mit einer ganz normalen Haarklammer fixiert. Darüber habe ich dann natürlich ein bisschen Haarspray gegeben und habe mir dann einfach meinen Lidschatten genommen, ganz normalen braunen Lidschatten, einen etwas größeren Pinsel und bin ein bisschen an meinen Ansatz hingegangen und auch ein bisschen unterhalb einfach auf meine Haut, um das Ganze ein bisschen dunkler und damit dichter wirken zu lassen. Und als das Ganze dann soweit für mich in Ordnung war, habe ich mir einfach eine etwas größere Strähne unterhalb von dem Zopf genommen und habe die ganz normal geflochten. Dann habe ich mir so eine schwarze Schleife selber gemacht. Da habe ich einfach ganz normales Seidenband genommen und die gebunden und habe dann praktisch hinten eine ganz normale Haarnadel durchgesteckt. Die bringe ich dann eben überhalb von meinem Zopf an. Das muss nicht mal direkt beim Haargummi sein, sondern kann wirklich ein bisschen weiter oben sein, dass man die auch von vorne gut sieht. Und dann nehme ich mir etwa die Hälfte von meinem Zopf und drehe sie einfach einmal nach oben in einer Schlaufe und klammer sie dann fest mit auch wieder ganz normalen Haarnadeln. Das ist ein bisschen schwierig, vor allem wenn man es an sich selber macht. Ich habe das Ganze hauptsächlich außen an der Schlaufe festgeklammert, damit man die Spangen auch nicht zieht. Erzählt mir in den Kommentaren doch mal, welche eure Lieblingsfrisur oder welcher euer Lieblingslook von Daphne ist. Und den Rest von der Strähne habe ich dann einfach mit dem Glätteisen ein bisschen lockig gemacht, also so eine kleine Welle reingemacht, damit sich das besser legen lässt. Und habe dann eben eine kleinere Schlaufe drunter nochmal gelegt und die auch wieder einfach mit Haarnadeln befestigt.
Wie gesagt, zwischendrin einfach immer mit Haarspray arbeiten, damit das Ganze ein bisschen einfacher ist und besser hält. Und zum Schluss habe ich dann die geflochtene Strähne einfach über die Schleife drüber gelegt und links und rechts mit einer Haarnadel befestigt. Und dann seid ihr hinten eigentlich auch schon soweit fertig. Ich hätte es ein bisschen sauberer machen können, aber wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, wenn man es an sich selbst macht. Zum Schluss fehlen dann eigentlich nur noch die Locken und da müsst ihr nur darauf achten, dass ihr alle Haare in die gleiche Richtung eindreht, also zum Gesicht hin. Ihr könnt es entweder wie ich mit dem Glätteisen machen oder auch mit dem Lockenstab, das ist eigentlich vollkommen egal. Und ja, wie gesagt, alles in eine Richtung, denn Daphne hat ja so eine einzige große Locke. Die entsteht eben, wenn ihr, wie gesagt, alle Haare in die gleiche Richtung eindreht und die dann später zusammennehmt. Ich habe dann eben die Haare einmal in der Hälfte geteilt und eben alle zusammen zu einer großen Locke gedreht. Die andere Hälfte habe ich einfach hinten über die Schulter fallen lassen. Ihr könnt das Ganze auch wieder mit ein bisschen Haarspray fixieren und ja, dann ist der ganze Look auch schon fertig. Ich hoffe, er gefällt euch. Mir hat es wirklich viel Spaß gemacht und vielleicht kommt noch die ein oder andere zweite Frisur von Daphne. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like, einen Kommentar oder auch ein Abo da. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.